Alter. Oh. Und da komme ich nicht durch, oder? Nee, forget it. Komm, ein noch! Fuck. Einen hättest du mir geben können, also bitte. Dong, Overkill. Baby. Offenbar benutzen die Gate diese Klauen, um ihr Schiff an der Gebäudeseite zu verankern. Die Gate gehen bei ihren Landungen nicht gerade raffiniert vor. Wie stellen wir den Strom ab, wenn er vom Schiff kommt? Wir müssen ihm einen Stoß verpassen. Prüfen wir die anderen Greifer. Diese verdammten Dinger können doch nicht alle perfekt sein. Muss ich hier runter? Dieser Ort wirkt fast friedlich. Glauben Sie, die Gate haben diesen Raum als eine Art Tempel genutzt? Ist ja auch egal. Ich bin nicht hier, um Ihre Bräuche zu lernen. Dieser Ort wirkt fast... Ja, okay, ich hab's verstanden. Ich gucke in die Richtung. Okay. Glauben Sie, die Gate haben diesen Raum als eine Art Oder Tempel ich muss genutzt? Doch weiter. Ist ja auch egal. Ich bin nicht hier, um ihre Bräuche zu... Das ist doch meine Quest. Ich muss jetzt irgendwie weiter gucken, wie ich diese Scheißdinge ab... Nicht den Kodex. Tagebuch. Wie ich das Ding... Ja. Da finden Sie die Primärklaue. Auch ein schönes Wort. Die Primärklaue. Okay, blockiert. Heißt nichts Gutes. Holy shit! Oh, fuck nicht die Dinger, ich hasse diese Dinger. Ich hasse die Dinger, ich hasse sie. Hallabalusa. Oh, obere Ebene, also ist egal, wo wir hingehen. Hauptsache mit gezückter Waffe. Ich muss. Nein, nein, sag mir nicht Strogana. Nein! Rex, nach vorne. Shotgun, Baby, Shotgun, gib mir die Shotgun. Und wieder mein Gewehr. Verdammtes Abkühlen. Da hält sich doch hoch! Oh shit, Einigkeit, Einigkeit. Könnt ihr bitte wieder aufstehen, Jungs? Oh, danke. Rex, du kannst hier hochheilen. Es wäre schön, wenn du ausnahmsweise mal den Gasus mitheilen würdest, aber das ist ja zu viel verlangt. Oh Gott, mittelschwere Dechiffrierung. Oh mein Gott. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck.
Es wird Zeit, hier aufzuräumen. Medigel. Ich weiß. Sturmgewehr, Schrotflinte. Aber wie schon erwähnt, ausrüsten offline zwischen den Aufnahmen wegen Spielfluss. Ja, ich gehe auf Feedback ein. Damit habt ihr nicht gerechnet. Und was ist die Konsequenz? Ihr müsst mir noch mehr Feedback geben. Bis ich umfalle. Hä? Zur unteren Ebene dann, oder wie? Es geht beides zur unteren Ebene. Okay. Hm, Tatsache, da geht's auch hoch. Da werden sicher, da sieht man schon die Punkte. Hä? Hier müssten doch... Bam, Baby, ihr seid alle down. Oder? Ja, dürften alle gewesen sein. Oh, Stufenanstieg hatte ich auch noch. 2 Punkte. Einschüchtern finde ich nicht so gut. Schmeicheln sollte ich aber voll haben. Erweiterter Schildboost wäre sehr gut. Ist der Hilfe regeneriert? Ja, und wie ziehe ich mir das rein? Ich dachte, das wäre so eine Fähigkeit, aber irgendwie, ich weiß nicht, wo ich die Kampfverzögerung Sturm ankommen würde. Hä? Ach, ich habe gar keine Punkte mehr. Ach so, ich habe zu viel auf einmal. Jetzt hier ist nirgendwo erste Hilfe, leider. Und wenn ich hier... ja. Stase? Und was kann der jetzt so schönes? Überlastung, ja, blablablub. Das kann ich ja nicht einfach so irgendwie reinziehen. Irgendwo hin. Von hier aus und von hier wüsste ich jetzt auch nichts. Aber die Schiffe hier war schon wieder mittelschwer. Wenigstens kostet es nicht mehr. Oh fuck, die Bitch. Einfach durch, Alter. Medikill gespart immerhin. Die Waffe kann eigentlich weg. Hier ist ja niemand mehr. Oh Gott, mittelschwer, mittelschwer, mittelschwer. Oh Mann. Oh, ja, geheime Information, die Testproben hätten vor 3 Tagen eintreffen sollen, aber wir haben... Was? Aber wir haben weder von den Frachten noch von der Kolonie etwas gehört. Wir befürchten, dass die Proben entkommen sind und empfehlen, jeglichen Kontakt mit der Nodaxdrux-Kolonie abzubrechen. Selbst wenn die Kolonie entdeckt wird, darf niemand die Ereignisse dort mit uns in Zusammenhang bringen. Umbrella Corp 2.0, weil in Zukunft... Weiter hoch kann ich hier aber nicht. Nope. Dann kann ich wieder zurück. Ich bin außer Atem. Ich bin außer Atem. Dann müssten wir eigentlich hier lang. Ja, da waren wir. Wir müssen hier lang. Ich kann da doch nicht durch. Es wird Zeit, hier aufzuräumen. Einen Hauptarm finden. Primärklaue. Hä? Da oben war ich doch schon. Männchen, wenn ich da hochgehe. Müsste ja gleich die Map da... Steuerung Shuttlebucht-Tür. Wie konnte ich das nur übersehen?
Hä? Ach, halt dein Maul, da gibt's eine Treppe. Wieso sagt mir das keiner von euch? Dieser Greifer ist genauso wie der letzte. Wir müssen weiter. Alter, die Musik. Richtig, richtig gut gemacht. What? Da ist schon einer. Wieso? Kann ich mir nicht mehr Schild geben? Ich will doch nur Schild. Schilde von denen können nicht gut sein für uns. Kann ich nicht mit dem Präzisionsgewehr jetzt? Von hier. Warte. Bam. Und bam. Bam. Oh, braucht ein bisschen zum Abkühlen, natürlich. Abkühlen. Bibibi. Bam. Fuck, daneben. Hit. Bam. Bam. Lauf rein. Bam. Komm, lass mich schießen. Lass mich doch schießen. Mann, natürlich lässt du mich dann schießen, wenn ich daneben ziel. Opa, so. Auf den Arsch. Oh shit, der lebt noch. Damn. Hinter uns ist keiner, das ist nämlich. Heilige Mutter Gottes, ist das ein dickes Ding! Boah. Alter. Kommt auf einmal so ein dickes Ding. Ach komm. Da kann ich auch nichts machen. Da kann ich nichts machen. Da kann ich's versuchen. Ein paar Mal hat sie geklappt. Alter, ja genau. Puh. Private Loganträge von Dr. Gamal. Ich traue dieser Cerberus-Gruppe. Von der haben wir ja schon gehört. Ich traue dieser Cerberus-Gruppe nicht. Sie zahlen gut, aber wenn das hier frei. Wenn das hier freikommt, bevor wir ein Gegenmittel entwickelt haben. Das ist einfach fahrlässig. Sie wollen uns nicht sagen, wofür sie die Proben brauchen oder warum sie in das Matano-System geliefert werden sollten. Gemäß meinen Aufzeichnungen ist da draußen nichts Interessantes. Nein, nicht in Deckung gehen. Da müssen wir wahrscheinlich weiter, oder? Sie haben an der Konsole einen Reparaturhinweis gefunden. Die verdammte Tür zur Shuttle-Bucht ist wieder blockiert. Solange der Druck bei 30 PSI oder darunter ist, funktioniert alles. Und das Sicherheitssystem wird ordnungsgemäß bei 34 PSI aktiviert. Aber schon im Bereich von 31 bis 34 PSI schließt die Tür derart hart zu, dass sie einen Metallträger zerquetschen würde. Irgendjemand muss das System reparieren, bevor jemand aus meinem Team der Arm abgerissen wird. PSI kennt man natürlich aus Mythbusters. Wie soll ich den Shit jetzt reparieren, ist die Frage. Ich hab keine Ahnung. Alter, sind das viele rote. Die Fuck. Alles nehmen natürlich. Grelles Licht. Gleißendes Licht. Das hilft uns aber nichts. Wie soll ich diese Tür denn reparieren?
Da, ja. Irgendwas mit Drück. Drück. Ah. Ach so. Jetzt könntest du bitte... Nimm doch deine Waffe weg. Kann ich jetzt... Jetzt ist der Druck wieder normal. Ach nee.